Für manche ist Bermuda eine sonnige Inselgruppe im Atlantik, bekannt für unbeschwertes Leben und kurze Hosen. Für andere ist es ein Teil des Bermuda-Dreiecks, wo große Dinge für immer in der Sargasso-See verschwinden. Wirkt dieses Bild harmlos auf Sie? Sehen Sie genauer hin. Irgendwo in diesem Seegras lauert unser nächster tierischer Freak. Sehen Sie ihn? Hier. Das ist der Sargassofisch. Dieser 10 cm lange Jäger kann die Sargassum-Alge imitieren, auf der er sitzt. Seine Haut hat die Textur von Seegras. Die weißen Flecken ähneln winzigen Würmern, die Beute für kleine Fische sind. Diese ahnen nicht, dass sie beobachtet und bald verschlungen werden. Man kann sehen, wie die Beute sich in seinem Bauch bewegt, aber nicht mehr lange.